was Naumburg-Zeitz alles schon weggenommen hat. Ich fange an mit dem Finanzamt, mit dem Theater. Die Kämpfe jahrelang und alles ist immer für die Katze und immer alles Symbole von Naumburg. Also das kotzt mich an. Muss man ganz ehrlich sagen, so kann es auch nicht weitergehen. Ja, ich bin jetzt ein Neuzeitzer Bürger und war froh, dass hier ein Krankenhaus ist. Und ich hoffe, dass dieses Krankenhaus erhalten bleibt. Ich wohne noch nicht lange hier, aber hatte das Pech, dass ich unverzüglich ein Krankenhaus benötigte und hier eine Woche lag und hier hervorragend behandelt wurde. Deswegen möchte ich mich auch mal bei den Ärzten und Pflegerinnen und Pflegern bedanken. Und ich hoffe nur, dass dieses Krankenhaus für diese Stadt und für die Gegend erhalten bleibt. Danke, also ganz katastrophal. Für mich ist das klar, wenn hier in der Stadt keine Kinder mehr zur Welt kommen, da stirbt die Stadt. Ja, das finde ich, das ist ganz katastrophal. Das hat jetzt nicht mit meiner persönlichen Situation zu tun, sondern für die ganze Stadt. Wir haben große Pläne, wir wollen hier Einzugsgebiet von Leipzig werden. Aber die Jugend kommt nicht, wenn hier keine Kinder kommen. Da kannst du vergessen. Wir wollen nicht das Altenheim vom Burgenlandkreis werden. Das ist meine Meinung. Es ist so, meine Kinder wohnen, in, meine Mädels wohnen in München und in Berlin. In Berlin, die Tochter, die hat gesagt, weil sie so eine gute Hebamme ist, sagt, ich komme mal nach Zeitz zum Entbinden, Mama. Hier geht alles ein. Hier geht alles ein. Kinderabteilung ist auch schon geschlossen. Was soll denn das? Na? Ja, wie wir schon gesagt haben, wie wir es uns ausgeteilt haben, wir sind selber dran schuld, dass es so weit gekommen ist. Wir haben falsch gewählt, muss man sagen. Nächste Wahl kommt, werden wir sehen, ob wir uns daran erinnern. Und ansonsten dieser ewige Kampf, wir möchten fast nicht wieder sagen, alles geht nach Naumburg und Zeit vorne Z, hinten Z. So, einen wunderschönen guten Tag in die Runde, während der Landrat noch mit den Kindern beschäftigt ist. Wir wollen ja Vorbild sein, es ist leider schon eine Minute nach 10, aber wir haben viele Kinder hier, freue ich mich sehr drüber. Wollen wir ja pünktlich sein und das machen. Also ich darf Sie erstmal ganz recht herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Also anscheinend scheint das Thema, was wir hier heute zu besprechen haben, sehr wichtig zu sein, auch den Bürgern der Stadt. Ich darf mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Udo Lange. Ich bin gemeinsam mit der Stadtratsfraktion Alternative Liberale Liste, FDP und Freie Wähler Theißen der Initiator dieser Petition, die, so nehme ich an, jeder von Ihnen, die hier stehen, sonst würden Sie hier nicht stehen, auch unterzeichnet haben. Also dafür ganz recht herzlichen Dank erstmal schon vorab. Auch bedanken möchte ich mich vor allen Dingen bei den vielen Helfern. Ohne die, obwohl das ja als Online-Petition gestartet ist, haben wir mittlerweile fast mehr Unterschriften in Papierform sammeln können. Und das wäre natürlich nicht gegangen, wenn es nicht die vielen kleinen Helferlein gegeben hätten, die an den verschiedensten Stellen diese Zettel ausgelegt haben, wieder eingesammelt haben und auch dafür gesorgt haben, dass sie dieser Online-Petition hinzugefügt werden konnten. Für mich persönlich war das eine Nachtschicht, deswegen sehe ich vielleicht auch noch etwas unausgeschlafen aus. Wir haben also versucht, alle Unterschriften noch beisammen zu bekommen, weil das Ziel, was wir gehabt haben, ist natürlich eine sehr hohe Teilnahme vermelden zu können. Und die können wir vermelden. Ich freue mich sehr, dass wir mittlerweile fünfstellig geworden sind. Das heißt, wir haben also jetzt aktuell, heute früh, Stand 8 Uhr, 10.278 Unterschriften. Und das ist bei weitem noch nicht alles, also auch während der Vorbereitung ja, der eine oder andere, der aufmerksam zugeguckt hat, schon gesehen, dass ich hier noch weitere Zettel in Empfang nehmen durfte. Und ich weiß auch, dass in verschiedenen Einrichtungen, zum Beispiel auch der Globusmarkt Theißen, wo wir also auch davon ausgehen, dass da noch eine erhebliche Anzahl von Unterschriften auf uns wartet. Also die Zahl wird sich noch nach oben korrigieren, aber heute zu diesem Anlass können wir also schon mal diese 10.278 übergeben und ich nehme mal an, dass der Landrat auch im Nachgang bereit ist, die restlichen Unterschriften entgegenzunehmen. Es ist ein aus meiner Sicht ganz starkes Signal, was die Menschen, die Bevölkerung aus Zeitz und Umgebung in den politischen Raum sendet damit. Ja. Ich würde an der Stelle, auch wenn es vielleicht jeder gelesen hat, aber der eine oder andere hat vielleicht einfach nur unterschrieben, hat das Thema gewusst und unterschrieben. Deswegen würde ich der Vollständigkeit halber gerne die Petition nochmal vorlesen, damit auch allen klar ist,
warum wir hier stehen und was wir für Erwartungen haben, ja, und was wir für Forderungen vor allen Dingen haben, weil ich sehe diese Petition nicht als eine Bitte an die verantwortlichen Personen, sondern das ist für mich persönlich eine Forderung, die wir damit aufmachen. Also, was haben wir eigentlich gefordert oder was haben wir geschrieben? Das Gregorius Agricola Klinikum Zeitz hat für die Stadt Zeitz und die umliegenden Gemeinden eine wichtige Daseinsfunktion. Es gewährleistet die medizinische und pflegerische Versorgung der Region. Jährlich werden von den rund 340 Mitarbeitern etwa 12.000 Patienten stationär, 17.000 ambulant behandelt, sowie mehr als 400 Kinder geboren. Und da überschlagen sich auch gleich die Ereignisse, deswegen eine kleine Einfügung zu dem Zeitpunkt, wo ich über die Formulierung dieser Petition nachgedacht habe, ist mir die Brisanz eigentlich noch gar nicht so richtig bewusst gewesen. Das wird also auch nachher auch gleich eine Frage, konkrete Frage an den Landrat sein. Denn wenn sich die Gerüchte bestätigen sollten, könnte es durchaus passieren, dass wir also über so eine Zahl in Zukunft nicht mehr berichten können und vielleicht auch niemand mehr in Zukunft in seinem Ausweis stehen haben wird, Geburtsort Zeitz. Und das wäre natürlich sehr tragisch aus meiner Sicht, unabhängig von den Kosten. Sagen. Bislang war die medizinische und pflegerische Leistung sowie der Ruf auch über die Stadtgrenzen hinaus hervorragend. Das sehen wir im Übrigen auch anhand der Teilnehmer der Unterschriftenaktion. Wir haben also durchaus eine überregionale Bedeutung erlangt. Nicht nur die Menschen aus dem Burgenlandkreis, sondern auch aus den umliegenden Landkreisen, auch aus Thüringen zum Beispiel, Meuselwitz und was dort alles anliegend ist, haben wir also sehr viele Unterschriften bekommen. Also wir sehen, das Krankenhaus Zeitz ist nicht nur für die Zeitzer wichtig, sondern eben auch für viele Menschen drumherum. Wir fordern umgehend die bereits zugesagten Investitionen im Agricolas Klinikum zu tätigen und damit die Etablierung als integriertes Notfallzentrum zu ermöglichen. Den Standort Zeitz unter allen Umständen mit dem jetzigen Leistungsangebot zu sichern. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Im Zweifel ist die Existenz der jetzigen Struktur auch losgelöst vom Klinikum Burgenlandkreis GmbH unter einer anderen Träger- bzw. Eigentümerschaft zu realisieren. Mit allen Mitteln zu verhindern, dass weiterhin medizinisches Personal, wie schon geschehen, in andere Häuser der Umgebung abwandert. Zur Begründung, und dann haben wir es auch gleich geschafft, wir wollen verhindern, dass das Zeitzer Krankenhaus im Verbund des Klinikums Burgenlandkreis GmbH zu einem Krankenhaus mit reiner Grundversorgung degradiert wird. Gerade vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Kohleausstiegs für diese Region wäre das ein fatales Signal für die hier lebenden Menschen sowie für jeden potenziellen Investor und deren Beschäftigte. Vor allem nach den vielen Verlusten, die mit der Gebietsreform für die Stadt Zeitz einhergegangen sind, ist ein weiterer Standortverlust nicht hinnehmbar. So, und bevor ich jetzt die Petition, hier ist sie drin, das sind also jetzt glaube ich über 1000 Blätter, die wir hier gefüllt haben, wie gesagt, weitere werden hinzukommen, übergebe an den Landrat und dann auch das Wort an den Landrat übergeben werde. Die ganz konkrete Frage, die ich schon gerade angedeutet habe, was gibt es zum Stand jetzt, zum heutigen Tag für Fakten, die unumstößlich sind, also gerade in Hinsicht der Gerüchte, die hier kursieren um die gynäkologische Station, also um die Geburtenstation, wird weiterhin in Zeitz es möglich sein, Kinder auf die Welt zu bringen? Das wäre meine ganz konkrete Frage. Ja, und dann, wie gesagt, die Last der Unterschriften, 10.000 Unterschriften, 10.000 Meinungen, 10.000 Schicksale, würde ich Ihnen jetzt übergeben, gerne oder ungerne, in der Hoffnung, dass natürlich sich auch dort was tut. Wie gesagt, ich wiederhole das gerne nochmal. Für uns ist das hier, ich denke mal, da geben Sie mir auch alle recht, ist das also keine Bitte
die wir hier in dem Karton haben, sondern das ist eine konkrete Forderung. Ja? So, und damit übergebe ich das Wort. Ja, liebe Zeitzerinnen und Zeitzer, bevor der Landrat antwortet, liebe Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vor allem, wir haben ein Top-Krankenhaus mit Top-Mitarbeitern, die gute Leistungen erbringen. Wir wollen unser Krankenhaus behalten, so wie es ist, in dem Umfang, wie es ist, und dafür müssen wir kämpfen. Wir sind ländliche Region, der Strukturwandel Braunkohle steht vor der Tür, wir haben Ärztemangel und wir können nicht auf unser Krankenhaus verzichten, deshalb werden wir dafür kämpfen. Und ich bitte alle um Unterstützung. Vielen Dank. Sehr geehrte Zeitzerinnen und Zeitzer, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wenn eine Stadt 28.000 Einwohner hat und davon 10.000 insgesamt oder über 8.000 davon aus dem Burgenlandkreis eine Petition unterschreiben, also sicherlich die meisten Zeitzer darunter, ungefähr ein Drittel der gesamten Bevölkerung, zeigt das, welche herausragende Bedeutung das Thema für die Stadtgesellschaft hat. Und ich möchte mich deshalb zunächst erstmal bei der Stadtratsfraktion ALL, FDP und Freie Wähler Theißen dafür bedanken, dass sie diesen Weg gewählt haben, um die Meinungsbildung auch zu kanalisieren, zu strukturieren. Und ich danke auch dafür, dass sie fair und demokratisch diesen Prozess organisiert. Das Anliegen der Petition, meine Damen und Herren, ist berechtigt. Jede Stadt dieser Größe wünscht sich, dass die soziale Infrastruktur so vorgehalten werden kann, dass man kurze Wege hat und möglichst viele medizinische Anliegen ambulant und stationär vor Ort klären kann. Für mich als Landrat, der direkt vom Volk gewählt ist und damit auch immer darauf schauen muss, was das Volk will, ist es eine Selbstverständlichkeit, alle Bemühungen in diese Richtung zu lenken. Alles, was in unserer Macht steht, werden wir in Bewegung setzen, um das Klinikum Burgenlandkreis in eine sichere Zukunft zu führen, und zwar mit beiden Standorten. Als Landrat darf ich Ihnen aber keine Dinge versprechen, die unrealistisch sind, von deren Erreichbarkeit ich selbst nicht überzeugt bin. Sie erwarten ehrliche und klare Ansagen, auch aus der Kommunalpolitik. Und ich sage Ihnen daher zunächst, was wir nicht erreichen können. Erstens, die Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung auf Bundesebene können wir nicht verändern. Diese sind gerade darauf angelegt, kleinere Krankenhäuser zur Aufgabe zu zwingen. Es ist gerade auch das Ziel vieler Krankenkassen, weniger Krankenhäuser zu haben, dafür aber in den verbleibenden höhere Fallzahlen und höhere Qualität. Sie haben vielleicht auch gelesen, was die Barmer zu unseren Krankenhäusern in der Mitteldeutschen Zeitung gesagt hat. Weil dies so ist, sind ja nicht nur wir in solche Turbulenzen geraten, sondern auch viele andere Krankenhäuser. Im letzten Jahr wurde daher am Asklepios Krankenhaus in Weißenfels die Geburtshilfe geschlossen, erst kürzlich im Sana Klinikum Bonna die Neurochirurgie. Im letzten Jahr haben die DRK Krankenhäuser in unseren Nachbarkreisen Sömmerda und Kiffhäuserkreis in Thüringen Insolvenz angemeldet und alle kommunalen Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt schreiben rote Zahlen. Das Klinikum Harz muss ein Sanierungsgutachten erstellen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld musste vor wenigen Tagen 1,6 Millionen Euro zuschießen. Zweitens, wir können keine Ärzte und Pflegekräfte beschäftigen, die es auf dem Markt nicht gibt. Gerade die Kosten des Leihpersonals, das wesentlich höher bezahlt wird als festangestellte Mitarbeiter,
belasten unsere wirtschaftliche Lage. Davon müssen wir weitgehend loskommen. Drittens, wir können keine Patienten keine Patienten behandeln, die es nicht gibt. Es ist völlig klar, wenn die Bevölkerungszahlen im Burgenlandkreis und auch hier in Zeitz nicht nur in den letzten 30 Jahren, sondern seit den 70er Jahren so stark zurückgegangen sind, nämlich sich seit den 70er Jahren halbiert haben, dass wir damit nicht auf steigende Patientenzahlen als Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung des Krankenhauses setzen können. Diese steigenden Patientenzahlen bräuchten wir aber, um in der jetzigen Struktur weiterzumachen. Viertens, wir können nicht alles so lassen, wie es ist. Denn wir haben ja nicht ohne Grund dieses Insolvenzverfahren eingeleitet, auch wenn es ohne Insolvenzverwalter in Eigenverwaltung passiert. Dieses Verfahren zu wählen, haben wir uns als Träger, als Landkreis gut überlegt. Es nimmt uns zwar einerseits die Möglichkeit, diese Strukturentscheidungen selbst zu treffen. Diese werden dann vom Gläubigerausschuss und dem Sachwalter erfolgen. Andererseits können wir aber auch wirtschaftlich unumgängliche Entscheidungen schnell treffen und damit den Kolleginnen und Kollegen klare Perspektiven aufzeigen. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, was wir erreichen können. Erstens, wir können an beiden Standorten in Naumburg und in Zeitz weiter ein Krankenhaus betreiben, das den Namen verdient, in dem also stationäre Versorgung stattfindet. Zweitens, wir wollen die Trägerschaft der Krankenhäuser an beiden Standorten nicht an Private übergeben. Die Frage der kommunalen Trägerschaft beider Häuser ist für mich als Landrat und für den Burgenlandkreis insgesamt von entscheidender Bedeutung. Das hat nichts nur mit meiner Grundüberzeugung zu tun, dass Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung kommunal betrieben werden sollten, sondern vor allen Dingen damit, dass ein kommunaler Träger zwar nicht gegen alle wirtschaftliche Vernunft arbeiten kann, wie die jetzige Situation zeigt, aber wir sind nicht gezwungen, auf Teufel komm raus, Rendite zu erwirtschaften und dieses Ziel vor die Versorgung der Bevölkerung zu stellen. Die im Land Sachsen-Anhalt gemachten Erfahrungen mit Zusagen und Versprechen, auch mit vertraglichen Vereinbarungen beim Verkauf von kommunalen Krankenhäusern an Private, lehrt uns, wir können solche Zusagen an Private von Privaten auf Erhalt, Ausbau und Fortführung nicht vertrauen. Das können Sie sich in Hohenmölzen genauso anschauen wie zum Beispiel im Salzlandkreis. Daher ist es für den Burgenlandkreis keine Option, eines oder beide Häuser zu verkaufen. In diesem Punkt widerspreche ich der Petition ganz entschieden. Drittens, wir können erreichen, dass das Land Sachsen-Anhalt uns auch hierbei finanziell unterstützt. Ich werde dazu heute Abend erneut mit der Sozialministerin Grimm-Benne sprechen und sie auch hierher einladen. Und wenn sie kommt, dann würde ich mich freuen, wenn sie alle und vielleicht noch der eine oder andere wiederkommen wird. Sie hat immer wieder betont, dass sie zu ihrer Zusage steht, dass kein Haus in Sachsen-Anhalt geschlossen wird. Da muss sich das Land aber auch finanziell einbringen. Meine Damen und Herren, in noch einem Punkt teile ich nicht den Wortlaut und den Geist dieser Petition. Wir dürfen uns nicht dazu verleiten lassen, einen Gegensatz zwischen den Häusern in Zeitz und Naumburg zu konstruieren. Beide Häuser sind aufeinander angewiesen. Die Wirtschaftlichkeit, ob Sie das wollen oder nicht, die Wirtschaftlichkeit ergibt sich erst durch eine Zusammenschau beider Standorte in einem Unternehmen. Es ist daher falsch, ich betone nochmal, es ist daher falsch, alte Gräben wieder aufzureißen, die schon einmal zugeschüttet waren. Und ich muss noch einen Schritt weitergehen. Der Blick des Landrates und auch des Landkreises geht nicht nur dahin,
wie die Versorgung in Zeitz und Naumburg, also in diesen beiden Städten, stattfindet. Der Burgenlandkreis muss den gesamten Landkreis denken. Dieser besteht nicht nur aus Naumburg, Zeitz und Weißenfels, sondern auch aus vielen Menschen, über 80.000, die im ländlichen Raum wohnen. Und da ich selbst auch in diesem ländlichen Raum wohne, ist es mir wichtig, auch die Versorgung dieser Bevölkerung mitzudenken. Dazu gehört der Treusicher, Zeitzer Forst, ebenso wie zum Beispiel die Finne, dort wo ich herkomme. Solange sich alle diese Menschen in Stadt und Land, im Burgenlandkreis, zu ihren kommunalen Krankenhäusern bekennen und nicht nach Burna, nach Altenburg, Gera, Eisenberg oder Apolda gehen, haben wir eine Zukunft für die Häuser. Abschließend danke ich allen für ihr Kommen, für ihren Willen, dieses Haus zu erhalten, für ihren Stolz auf Zeitz und seine Geschichte und für ihren Wunsch nach Stabilität und Bewahrung. Ich möchte Ihnen versichern, dass alle, die jetzt an der Restrukturierung arbeiten, für diese Ziele und für eine langfristige wirtschaftliche Stabilität beider Häuser eintreten. Vielen Dank. Ich würde Sie bitten, dass Sie jetzt Herrn Dr. Berndt, der ist Geschäftsführer des Klinikums, Herrn Dr. Berndt auch die Möglichkeit geben, zu Ihnen zu sprechen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landrat, vielen Dank für Ihre Worte, obwohl wir nicht allen zustimmen können. Es ist natürlich nicht unser Ansinn, alte Gräben aufzureißen. Wer aber sieht, was mit Zeitz in den letzten Jahren passiert ist, dann kann man vielleicht nicht sagen, dass wir Gräben aufgerissen haben. Wer sich das Naumburger Tageblatt angeschaut hat, wenn dort die Schlagzeile steht, ist das Zeitzer Klinikum noch zu retten? Da stellt sich mir einfach die Frage, es wird vielleicht von den Journalisten verkannt, dass die derzeitige Situation doch zum großen Teil mit den Neubauten in Naumburg zu tun hat. Uns ist durchaus bewusst, dass die Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Das betrifft aber nicht bloß das Haus in Zeitz, das betrifft alle Häuser. Welche Betrachtung mir durchaus zu kurz kommt, ist die Verantwortung der Geschäftsleitung und des Aufsichtsrates. Hiervon habe ich überhaupt noch nichts gehört. Und wir können das auch nicht alles mit schönen Worten wegreden. Wir brauchen ein Krankenhaus. Der Rest ist uns jetzt ziemlich egal. Fakt ist ganz einfach. Udo Lange hat hier eine ganz klare Frage gestellt. Was ist mit der Geburtenstation, was ist mit der Gynäkologie? Hierauf habe ich noch keine Antwort gefunden. Vielleicht kann Herr Dr. Berndt oder der Herr Geschäftsführer Lars Frohn uns eine Antwort geben. Obwohl wir ganz klar sagen müssen, aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre haben wir ein Vertrauen in die Geschäftsführung verloren. Wir haben im Jahr 2017, Sie werden sich sicher alle erinnern an den Brandbrief von Herrn Dr. Melzer, eine Stadtratssitzung gehabt, zu welcher die Geschäftsleitung des Krankenhauses eingeladen wurde. Die uns dort gemachten Versprechungen sind komplett nicht erfüllt worden. Also welches Vertrauen sollen wir noch haben? Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mein Name ist Arne Berndt, ich bin seit kurzem und für eine Übergangszeit Teil der Geschäftsführung des Klinikums mit beiden Standorten. Und ich begleite zusammen mit einem Team die Restrukturierung des Krankenhauses. Sie hatten eben, auch mein Vorredner, gesagt, das Wichtigste, was Sie für Zeitz im Augenblick im Blick haben, und das zeigt diese Petition, ist ein funktionierendes und bestehendes Krankenhaus. Und daran arbeiten wir. Das kann ich Ihnen versichern, das haben wir in den verschiedensten Runden bisher gesagt. Und daran arbeitet das gesamte Team der Klinikleitung, um diese Entwicklung tatsächlich zu ermöglichen. Das Haus mit beiden Standorten ist in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen. Und ich kann Ihnen sagen, aus all dem, was wir uns angesehen haben und allen Analysen, es liegt nicht an Investitionen, die in Naumburg getätigt wurden. Das können Sie mir jetzt glauben oder nicht, daran liegt es nicht.
beide Häuser für sich, in ihrer Größe, in der Art, wie sie heute aufgestellt sind, sind wirtschaftlich für sich allein genommen nicht dauerhaft überlebensfähig. Das kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen. Deswegen müssen wir ein Konzept finden, auch Naumburg allein, oder wenn man Naumburg schließt und Zeitz allein, wird nicht überlebensfähig sein. Deswegen arbeiten wir an einem Konzept, um beide Häuser zusammen langfristig überlebensfähig zu halten. Und dabei geht es ganz bewusst, und diese Sorgen sind uns ja schon herangetragen worden, die habe ich heute wahrgenommen, die habe ich in anderen Runden wahrgenommen, dabei geht es ganz bewusst nicht darum, wie es vielleicht von dem einen oder anderen, zum Beispiel bei den Kostenträgern, bei den Versicherungen artikuliert wurde, es geht nicht darum, aus einem der beiden Standorte nur ein Pseudokrankenhaus zu machen. Es sollen und werden zwei funktionierende Krankenhäuser bestehen bleiben. Aber, das sage ich Ihnen auch ganz deutlich, und in der Verantwortung habe ich diese Rolle des Hauses auch mit übernommen. Wir können nicht einfach das Gleiche machen, wie wir es die letzten 10 Jahre gemacht haben, weil dann das gleiche Ergebnis rauskommt. Wir müssen Dinge ändern, um beide Standorte tatsächlich als vollwertige Krankenhäuser zu erhalten. Und ich nehme die Frage bewusst auf, die hier mehrfach konkret gestellt wurde, und sage Ihnen dazu, auf diese Frage werden Sie in den nächsten Tagen und Wochen eine Antwort erhalten. Ich kann und werde sie Ihnen jetzt noch nicht sagen, weil wir in der Erarbeitung sind und sobald die Pläne entsprechend so weit gediegen sind, dass wir sie kommunizieren und in die Entscheidung bringen können, dann werden wir das tun und dann werden wir auch zeitnah dazu informieren. Im Augenblick ist nichts entschieden. Wir arbeiten an verschiedenen Plänen und Szenarien, um letztendlich beide Häuser, beide Krankenhäuser langfristig überleben zu lassen. Das ist die Zielsetzung dahinter. Und Sie haben in der Petition auch bewusst gesagt, es soll keine Denkverbote geben. Und das ist auch unser Anspruch. Wir werden keine Denkverbote haben, in alle Richtungen. Ich kann Ihnen nur auch sagen, das ist meine Erfahrung aus dem Management, der Beratung verschiedenster Krankenhäuser, die beiden Standorte für sich zu trennen und zu versuchen, sie alleine in einer anderen Trägerschaft oder auch in der gleichen Trägerschaft langfristig überleben zu lassen, das wird nicht funktionieren. Wir müssen einen gemeinsamen Weg finden und an dem arbeiten wir. Und dort, und da richte ich mich insbesondere an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Standort und auch in Naumburg, ich bitte Sie, uns dabei zu unterstützen, wenn wir diese Pläne erarbeiten, umsetzen und tatsächlich dieses Haus, in das auch viele Investitionsmittel geflossen sind, und den Standort Naumburg für die Mitarbeiter und für die Bevölkerung, die Patienten aufrechtzuerhalten. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mir sei es gestattet, auch noch ein paar Worte hier loszuwerden. Ich stehe wie wahrscheinlich kaum ein anderer hier auf beiden Seiten. Als Verbandsgemeindebürgermeister von Treuscher-Zeitzer Forst bin ich verantwortlich für 57 Dörfer, die hier südlich und südwestlich angrenzen. Ich bin aber auch Mitglied des Kreistages und Mitglied des Aufsichtsrates des Klinikums. Deshalb meine Bitte an Sie. Die Petition ist sicherlich toll, ist gut und ist auch in Ordnung. Das kann aber bloß ein erster Schritt sein. Ich erinnere daran, dass es in den 90er Jahren eine Petition zur militärfreien Nutzung des Zeitzer Forstes gab. Damals waren ungefähr 25.000 Unterschriften gesammelt worden. Die liegen sicherlich noch irgendwo im Keller im Zeitzer Rathaus. Genützt hat es am Ende nichts. Ich will Sie dazu ermutigen, einen zweiten Schritt zu machen und einen dritten. Und das ist in erster Linie, wenn ich dann hier unterschreibe, dann darf ich mich aber auch nicht mit Kopfgeld dann von irgendwelchen Konkurrenten abwerben lassen. Das wäre dann inkonsequent. Deshalb ermutige ich Sie. Stehen Sie zu dem Krankenhaus und unter uns gesagt, wir sind ja hier fast unter uns, wenn ihr irgendjemand 10.000 Euro bietet, dann macht das für mich die Schlussfolgerung, dass dort natürlich auch nicht alles in Ordnung sein kann. Wer auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtet ist und gibt 10.000 Euro, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie dort die Personalsituation ist. Das muss sich jeder gut überlegen. Deshalb nochmal, halten Sie hier die Treue, ermuntern Sie Ihre Verwandten, Ihre Mitbewohner, Ihre Mitbürger, zum Zeitzer Klinikum zu stehen, und nur gemeinsam können wir erreichen, dass das in kommunaler Hand, und da gebe ich dem Landrat hundertprozentig recht, dass das Klinikum dann mit beiden Standorten, gleichberechtigten Standorten, erhalten werden kann. Vielen Dank. Thank you.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Landrat Götz Ulrich, natürlich auch Dank an die Kollegen von der Stadtratsfraktion ALL, dass ihr euch dieser wirklich großen und wichtigen Aufgabe unterzogen habt. Udo, wir haben schon zusammen die Schulbank gedrückt. Wir haben unser Leben hier in Zeitz verbracht und deswegen ist es für uns alle gemeinsam dieses Anliegen, das Krankenhaus nicht nur als Teil einer Infrastruktur zu sehen, sondern auch als Teil unserer Zeitzer Identität. Und hier geht es eben, lieber Herr Landrat, lieber Herr Geschäftsführer, hier geht es eben nicht nur um ein momentanes wirtschaftliches Ereignis, hier geht es schlicht und ergreifend um Lebensqualität für diese Stadt. Unser Oberbürgermeister hat es vorhin gesagt, Zeitz braucht diese Klinik und kein Bettenhaus. Ich bin heute hier als Stadtratsvorsitzender trotzdem in meiner Dienstkleidung erschienen, einerseits, weil ich selbst von Arbeit komme und zweitens aber auch, um zu symbolisieren, dass auch für die niedergelassenen Kollegen die Existenz dieses Hauses von elementarer Wichtigkeit ist. Wir wissen, dass die niedergelassenen Kollegen aller Fachrichtungen kaum noch imstande sind und es wird in der zukünftigen Gesundheitsstruktur sich auch nicht ändern, den Bedarf an Behandlung der Patienten wirklich abzusichern. Ohne die Rückendeckung eines voll funktionstüchtigen Krankenhauses ist eine Region auch wie Zeitz auf Dauer als lebenswerter Standort nicht zu erhalten. Es geht bei dieser Geschichte wirklich, und das ist nicht dramatisch ausgedrückt, in der Tat um Leben und Tod, denn wir wissen, wie schnell in der Notfallmedizin die Versorgung da sein muss, wie wichtig es ist, dass Fachärzte mit der Kompetenz unserer Zeitzer Klinik, die wirklich von herausragender Qualität sind, wofür ich mich auch mal eindeutig bedanken möchte, dass diese Kollegen imstande sind, schnell eine medizinische Entscheidung zu treffen und zu sagen, nein, hier können wir auch nicht weiter, hier muss eine Spezialklinik her, wir können ja nicht alle mit dem Hubschrauber abtransportieren. Das wird nicht funktionieren. Und wenn die Region auch eine Zukunft haben soll, wenn Familien hierher kommen sollen, hier bleiben sollen, wenn auch Betriebe, Arbeitnehmer hier in dieser Region halten wollen, dann brauchen wir solche elementaren Standorte. Das ist wichtiger als manches andere. Und wenn ich auch ganz ehrlich sein soll, nicht böse sein, das ist auch wichtiger als die Idee, wie man mit dem Zeitzer Forst umgeht. Dort die Rest ins Leben. Aber wenn das Klinikum hier nicht mehr existiert, dann haben wir alle ein Problem. Das ist kein Beispiel, Herr Doktor, das ist ein Beispiel, kein Problem, sage ich jetzt mal, einer Partei oder einer Gruppe, sondern das ist ein Problem von uns allen. Und ich sage Ihnen, mit der Kompetenz, die ich auch habe, mit 25 Jahren Betriebsführertätigkeit, auch am Gesundheitsmarkt, und wir haben uns ja auch nicht ganz schlecht entwickelt, dass da Probleme sind, dass die Gesundheitspolitik, daran hat der Landrat eindeutig recht, in die Richtung geht von der Gesundheitspolitik, von den Krankenkassen her. Man will Kosten sparen, indem man schlicht und ergreifend die Dienstleisteranzahl reduziert. Aber das sind doch Menschen, wo ihr Kosten spart. Wir sparen doch die Kosten nicht. Nee, aber die Leute sparen Kosten. Keine Sorge, die haben beste medizinische Versorgung. Denen geht es ja nicht um ihre eigene Existenz. Im Gesundheitswesen ist die Struktur wirklich seit vielen Jahren erkennbar. Und schauen Sie sich an, warum so viele Praxen, wo die Inhaber aus Altersgründen in Ruhestand gehen, nicht mehr Nachfolger finden. Das hat nicht damit zu tun, dass es keine Ärzte gibt, das hat nicht damit zu tun, dass der Beruf unattraktiv ist, das hat was damit zu tun, dass die wirtschaftlichen Bedingungen so sind, dass sich das keiner mehr antun möchte. Angestellt, ja. Und leider muss ich auch den Vorwurf machen und sagen, deshalb die Entwicklung an einem Krankenhaus mit so einer speziellen Struktur, mit zwei Standorten, das ist natürlich nicht Deus Ex Machina von heute auf morgen überraschend über uns gekommen. Und wie das der Sven schon gesagt hat, natürlich 2017, da wurde gesagt, alles ist in Ordnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man langfristig plant, also ich habe für meine Einrichtung eine Planung, die geht drüber raus, man solche Aussage da wirklich hätte verantwortungsvoll treffen dürfen. Worauf ich abschließend kommen möchte, ist, das sind Unterschriften, das sind aber nicht nur Unterschriften, das sind Menschen, die dahinter stehen, das sind Familien, die dahinter stehen. Und wenn irgendein Signal von dieser Veranstaltung heute bitte mit nach Naumburg geht, und zwar in Richtung Landratsamt, nicht der Klinik Naumburg, und auch in Richtung der Geschäftsführung, dann, dass die Stadt Zeitz und die Region Zeitz, und die schließt tatsächlich nicht an der Landesgrenze ab, sondern geht auch bis ins Thüringische und Sächsische hinein, wirklich mit Vehemenz für dieses Krankenhaus kämpfen wird und es nicht akzeptieren wird, wenn entgegen der Planungen es ein anderes Resultat gibt als Erhalt an beiden Standorten.
Also ich gehe mal davon aus, dass es keine weiteren Redebeiträge geben wird, oder? Ich weiß nicht, ob der Herr Frohn noch etwas sagen möchte dazu. Gut, dann würde ich Ihnen, bevor ich dann das Schlusswort übernehme, dann nochmal ans Mikrofon bitten und um ein paar Worte. Vielleicht bekommen wir jetzt ja die Antwort. Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Zeitzerinnen und Zeitzer, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich weiß, dass es eine sehr besondere Situation derzeit ist, in der wir uns insgesamt als Klinikum in weiten Standorten befinden. Und mir ist auch bewusst, dass insbesondere hier in Zeitz die Situation existiert, was die Vertrauenssituation oder auch die Entwicklung hier am Standort in den letzten Jahren im Vergleich auch zum Standort Naumburg sich ergibt und wie dort die Meinungsbildung ist. Und natürlich wurde jetzt auch schon darauf hingewiesen, wie die Sitzung der Stadtrates im Dezember 2017 ist, wo ich vorgestellt habe, wie der aktuelle Planungsstand zum damaligen Zeitpunkt gewesen ist. Wir haben einen Teil der Dinge, die damals auch vorgetragen wurden von mir, auch umgesetzt. Wir haben nicht alles umgesetzt, das ist richtig. Einen Teilbestand haben Sie natürlich auch in der Petition mit dieser Notfallambulanz und den erforderlichen Investitionen. Trotzdem auch nochmal die Situation so, dass wir in den letzten Jahren insgesamt auf politischer Ebene, sowohl im Bund als auch im Land, insbesondere eine Veränderung haben, was auch Krankenhäuser betrifft. Krankenhausfinanzierung, Strukturanforderungen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir insgesamt quasi perspektivisch beide Standorte, denn auch da bin ich überzeugt, dass beide Standorte in dem Verbund existieren müssen, auch in kommunaler Trägerschaft, um also sozusagen auch das künftige Anforderungsprofil hier in der ländlichen Region, was die Versorgung betrifft, abzudecken. Und auch dazu trete ich ein, bin ich in den letzten Jahren eingetreten, auch mit der Klinikleitung zusammen, auch mit dem Aufsichtsrat. Und jetzt ist es eben wichtig zu überlegen, wie können wir das künftig auch so aufbauen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Herr Dr. Berndt ist jetzt mit in der Geschäftsführung als Restrukturierung, Sanierungsgeschäftsführung. Wir sind in den letzten Wochen sehr intensiv dabei, auch ein Konzept für beide Standorte natürlich zu erarbeiten. Es wird Veränderungen geben. Das hat Herr Dr. Berndt und auch Herr Landrat Ulrich schon gesagt. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir das insgesamt zwischen diesen beiden Standorten auch verteilen und umsetzen. Mir ist persönlich bewusst, dass insbesondere hier in Zeitz auch dieses Thema Vertrauen und wie geht es hier am Standort mit dem Klinikum weiter, ein ganz bedeutendes ist, auch für die Bevölkerung, auch insgesamt natürlich für die Entwicklung der Region, gerade auch vor dem Strukturwandel, Ansiedlung von Firmen, auch von Familien, die sich niederlassen wollen. Die brauchen natürlich ein breites, ambulantes und medizinisches, stationäres Angebot. Auch daran werden wir arbeiten, in Abhängigkeit natürlich von den Möglichkeiten, die wir in den nächsten Wochen gemeinsam hier mit dem Gesellschafter auch und dem Land insbesondere in Diskussionen kommen, wie kann auch das Land dort künftig mit investieren. Ich kann Ihnen hier nochmal an dieser Stelle versichern, dass wir alles tun werden, um sozusagen die Petition und den Erhalt dieser beiden Standorte auch langfristig umzusetzen. Vielen Dank. So, wie Sie sehen, also mehr ist wahrscheinlich für den heutigen Tag nicht rauszuholen. Ne? Eine konkrete Antwort auf unsere Frage bekommen wir nicht. Ich finde das persönlich sehr schade, muss ich sagen. Ich finde das sehr schade, vor allen Dingen hinter dem oder vor dem Hintergrund, so rum heißt das richtig, dass es scheinbar Menschen gibt, die mehr wissen als wir. Und also damit meine ich jetzt nicht nur die handelnden Personen, sondern auch andere Außenstehende. Deswegen hätte ich eigentlich erwartet, weil das auch ein Signal der offenen und ehrlichen Umgangs ist, dass heute da auch eine Antwort drauf erfolgt. Und ich finde es vor allen Dingen auch... Ich finde es vor allen Dingen auch deswegen schade, weil damit anderen politischen Institutionen Plattformen geboten werden, die wir einfach nicht haben wollen. Und wenn ich so damit umgehe mit solchen Themen, dann darf ich mich hinterher auch nicht beschweren, wenn andere dieses Thema für sich finden und dann entsprechend auf die Straße gehen oder ähnliche Dinge machen. Der Landrat hat es vor uns gesagt, er hat sich bedankt bei uns, dass wir es auf diese Art und Weise versucht haben zu lösen. Aber die letzte Konsequenz fehlt mir persönlich. Ja. An der Stelle bleibt mir jetzt nur noch mal, mich nochmals zu bedanken und noch den Appell an alle, die hier sind, und tragen Sie es bitte auch
in die Welt hinaus. Es könnte durchaus sein, dass wir Ihre Stimme und Ihre Unterstützung in der Zukunft nochmal brauchen werden. Ja, deswegen, es ist mit der einen Unterschrift eventuell nicht getan. Wie man so schön sagt, also Gewehr bei Fuß. Und damit würde ich das eigentlich an der Stelle beenden wollen. Wünsche Ihnen einen schönen Nachhauseweg. Vielen Dank für die Unterstützung nochmal. Ja. Eine Frage an unseren OB, was er konkret dazu beigetragen hat für diese Unterschriftensammlung und sich dann das Recht herausnimmt, hier hochzukommen. Er hat nichts gemacht. Er hätte sich gern eine Stunde mit hinstellen können in der Stadt zum Zuckerfest und Unterschriften sammeln. Nein, er hat es nicht getan. Das Einzige, was ich weiß, was er getan hat, Listen ausgelegt und mal einen Link in Facebook und das war's. Danke. Also ich bin heute mega enttäuscht. Alles, was der Landrat, der Dr. Bernd und der Herr Frohn von sich gegeben haben, waren leere Phrasen ohne Inhalt. Keine Antworten auf die Fragen der Bürger. Das ist einfach nur lächerlich und krank. Der Eindruck, der ist nicht so hundertprozentig für mich gewesen. Weil, wie gesagt, Fragen wurden nicht beantwortet. Ne? Was haben Sie gesagt? Sich wieder rausgeredet, der Landrat, sage ich jetzt mal. Die Gün-Frage wurde nicht beantwortet, was großes Thema hier in Zeitz ist. Da sind wir ganz schön traurig drüber.